So ihr Schlingels, so ihr kleinen Lachsnacken, so ihr Fischköbel, so ihr Schnibbels, so ihr Schlingel, so ihr Schlingel, ich hab das jetzt alles, nein, so ihr Schlingels. Moin, herzlich willkommen auch wieder zu diesem Video. Ja, mein Moped ist kaputt. Ich war auf einer Ausfahrt, die war richtig geil, dazu kommt aber auch nochmal ein Video. Mit dem Simson Kombinat MV, hier oben seht ihr sie, aber war auch gut. Wie gesagt, Video kommt dazu noch. Auf dem Rückweg konnte ich dann aber nicht mehr schalten. Das war schlecht und hat zu vielen schlechten Ereignissen und Entscheidungen geführt. Gut, ist dann immer so. Ich habe eigentlich gedacht, was kann das sein? Hohlwelle, Schalthebel, irgendwie sowas kaputt. Und jetzt habe ich gestern mal den Deckel abgenommen, dazu kommen wir gleich. Und das ist jetzt ja der ganze Kupplungskorb. Der ganze Kupplungskorb hat zu viel Spiel. Das Kupplungspaket ist am Wackeln wie Sau. Da muss man mal gucken, ob da irgendwo ein Sicherungsring weg ist, irgendeine Anlaufscheibe, irgendwas. Ich habe mich erstmal schlau gemacht und ein bisschen recherchiert, was das alles sein kann. Hey Chris, du mal eine Frage. Ihr kennt das ja, Recherche, dies, das, YouTube-Videos geguckt und Foren durchforstet und so weiter. Nee, ja, darum soll es heute gehen. Wir gucken uns den Kupplungskorb mal an. Ich habe eigentlich sehr viel zu tun und sehr wenig Zeit. Und das stresst mich gerade mega, dass das jetzt auch noch kaputt sein muss. Aber hey, setz live, nicht wahr? Also, man sagt ja, eine Simson ist nie fertig zu schrauben, gibt es immer was. Fahren wir jetzt, wo die Saison losgegangen ist, auch mal schön. Aber naja. So, jetzt kommt mal mit. Jetzt zu meiner Problematik. Könnt ihr das sehen? Das ist nicht gut. Das darf so nicht. Und auch das darf so auch nicht. Also 0,3 mm darf der Kupplungskorb oder soll der Kupplungskorb Spiel haben. Da sind wir hier weit, aber wirklich weit drüber. Das ist alles blöd. Nee! Ah, oh, nee, Alter! Erstmal ein Deckel drauf aufs Öl, oder? Nein, jetzt die Dichtung mehr abgegangen. Oh, Leute, ganz ruhig. Alles ist gut, die Welle ist bunt. Alles ist schön. So, die Welle hat leichtes axiales Spiel, aber vernachlässigbar, würde ich sagen. Ich würde sagen, genauso viel wie die Kurbelwelle. Ob die Kurbelwelle jetzt axiales Spiel überhaupt haben darf, weiß ich nicht. Aber so ein Müh spüre ich da. Hier auch, also wirklich, wie gesagt, komplett zu vernachlässigen. Ne? Das ist alles nicht so viel. Eine ganz neue Perspektive hier, ihr Schlingel. Könnt ihr da runter gucken? Oh, geht so. Okay, pass auf. Ich habe das jetzt mal alles so hindrapiert, wie ich es ausgebaut habe, damit ihr mit mir zusammen gucken könnt. Und ich werde das Video, also kurz wie es ist, schon online stellen. Falls ihr Empfehlungen oder Tipps habt, könnt ihr mir die gleich reinballern, bevor ich die Teile bestelle. So, erstmal natürlich Druckplatte. Warte, ich guck mal, was zum Saubermachen. Die Druckplatte sieht gut aus. Ich meine, was soll da auch mit sein? So, da ist noch keine großartige Kuhle drin. Das ist mehr so optisch, dieser kleine Punkt. Ist noch gut. Voll im Rahmen, Druckplatte, cool. Dann haben wir ja als nächstes die Mutter. Da war ich ganz glücklich, dass ich endlich mal meinen Drehmoment hier, meinen geilen Makita-Abklatsch, ne? Hat aber gut funktioniert. Muss ich mir vielleicht nochmal einen anderen Bit bestellen, der da besser reinpasst, wegen dem Schutzblech. Das ist, ja, jetzt macht euch alle wieder lustig, ne? Ich weiß es ganz genau. Wegen dem Blech, was zum Schutze ist, dass das sich nicht bewegt. Anti-Bewegungsblech, Halteblech, wegen dem Halteblech. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls Mutter halt so. Müsste ich auch nochmal eine neue holen. Das Blech, ja, pass auf, jetzt das Ding. Ihr habt ja vorhin gesehen, oder eben gerade, dass ich den ganzen, das ganze Kupplungspaket so hin und her wackeln konnte. Ja, das konnte ich richtig so drinne wackeln, weil da war Platz. Ich weiß nicht wie, aber zwischen der Mutter und dem Halteblech war auf einmal Platz. Ich kann es euch nicht sagen, dadurch jedenfalls kam das Wackeln zustande. So an sich sieht das noch alles ziemlich gut aus. Ich mache es hier nochmal sauber, keine großen Spuren. Das alles noch, das habe ich ja, als ich den Motor, ich will jetzt nicht sagen regeneriert, weil fachlich war das nicht. Aber als ich den Motor neu gemacht habe, habe ich ja alle Teile angeguckt eigentlich, die neu mussten. Und habe auch eine komplett neue Kupplung eingebaut. Sieht auch noch gut aus, meiner Meinung nach. Also Kupplung, das Paket an sich, sieht noch relativ gut aus. Gehe ich nicht von aus, dass irgendwas kaputt ist. So, denn natürlich, ne, falls manche glauben hier, ich hätte irgendwas vergessen, das war die damalige Ausgleichsscheibe. Ich habe jetzt leider nicht mein Messschieber hier. Der liegt unten im Keller. Darum weiß ich nicht mehr genau, was ich da genommen habe. Werde ich zur Not auch nochmal welche von bestellen. Aber ich glaube, die waren gar nicht so billig, so eine doofen Scheiben. Aber ich glaube, ich habe einen Keller noch. Aber ist ja auch egal. Ausgleichen, kein Problem. So, dann der Kupplungskorb. So, keine Ausbrüche, keine Ausrisse, alles noch cool. Er ist hier oben schon leicht in Benutzung, nenne ich es mal. Aber ich fahre ja auch damit. Und ja, da die Gangschaltung ja nicht mehr ging, musste ich im dritten nach Hause fahren. Und auch im dritten anfahren. Ja, das war nicht so geil. Das war überhaupt nicht so geil. Und ich weiß nicht, ihr könnt mir mal sagen, ob das cool ist oder nicht.
oder ob das normal ist oder nicht, aber ich schätze mal, es wird normal sein. Hier sind Anlaufspuren drunter. Oh, guck mal hier. Guck mal da. Seht ihr das? Das ist richtig tief, das ist richtig fühlbar. Da muss ich das mal irgendwie... Ja, vielleicht auch beim Abbrechen, ne? Da muss ja denn quasi der Hebel rangekommen sein. So, hier nochmal die untere Ausgleichsscheibe, die unter dem Kupplungskorb quasi ist. 1 mm dick, sind wir uns einig. Und ja, das Problem, warum ich nicht schalten konnte, ist folgendes. Mein Schalthebel ist durchgebrochen. Das ist blöd. Jedenfalls der Grund, warum ich nicht mehr schalten konnte, weil das Ding einfach gefehlt hat. Und da kann ich natürlich nach unten und nach oben treten, wie ich Bock drauf habe. Geht natürlich nicht. Den Kupplungskorb werde ich erstmal angucken gleich, dass ich den ausgeglichen kriege und weiß, was ich da bestellen muss. Und danach werde ich den Schalthebel dazu bestellen. Falls ihr noch irgendwelche Tipps und Ratschläge habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das Teil hier sollte ja nicht allzu teuer werden. Sein, glaube ich. So, guck. Oh, oh nein. Sag es nicht. Den kleinen Hebel, den gibt es natürlich nicht einzeln. Das weiß ich aus Erfahrung. Nicht, weil ich gerade versucht habe, den herauszuholen. Erfahrung. So, auch ein cooler Kamerawinkel, oder? Ich meine, hier steht jetzt quasi auf meiner Werkbank drauf. Alles Sheet. Jetzt muss ich mir erstmal wieder das Zweiradgeber-Video angucken, wie ich die überhaupt... Und ich habe meinen Messschieber gar nicht hier und alles. Oh Mann, ey, ich muss das jetzt eigentlich ausmessen hier mit dem Versatz und wie viel Spiel da rein muss. Und jetzt habe ich den Messschieber gar nicht hier. Ja, jetzt habt ihr es mal gesehen, was hier los ist. Schalthebel, Hohlwelle, wie man es nennen möchte, ist gebrochen. Muss also neu. Den Kupplungskorb muss ich jetzt nochmal genau gucken, weil das schon wieder ein bisschen her ist, wie man da genau die Unterlegscheibe ausmisst etc. Ich muss mal gucken, wo ich meine anderen habe. Schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Wie gesagt, unten, meiner Meinung nach, unten kommt die 1 mm Scheibe rauf. Dann wird eine andere Scheibe reingelegt, festgezogen, gewackelt und dann sehe ich ja, wie viel Spiel da drin ist. Meiner Meinung nach muss man gucken. Vielleicht hat sich ja auch nur die Mutter gelöst und ich ziehe das Ding wieder an und alles ist wieder gut und alles ist wieder schön. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin zurzeit leider zeitlich ein bisschen sehr kurz angeboten. Ich freue mich sehr wie immer auf eure Tipps, auf eure Anregungen und ja, falls ihr euch fragt, das habe ich natürlich bei Simson 4.0 abgeguckt, den Zündkerzenschrank, Zündkerzenregal, weil ich das super geil fand und wollte auch einen haben und da ist er jetzt. Ja, Sticker sind auch in der Mache, aber kommt alles bei Zeiten, beziehungsweise erstmal am Design. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche oder Wochenende. Ciao.